Um auch den Schullockdown etwas zu veranschaulichen, habe ich den lieben Johannes gebeten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Bist du bereit, Johannes? Ja. Dann starten wir mit der ersten Frage, die lautet, wie sich für dich die letzten Schultage so angefühlt haben mit diesen stark steigenden Fallzahlen. Hast du sie eher aktiv mitverfolgt oder sind sie an dir vorübergegangen? Ich habe die Corona-Infektionen nicht unbedingt aktiv mitverfolgt, aber ich habe sie natürlich mitbekommen, dass das Thema eben immer präsenter wurde. Und auch in meiner Klasse hat man gemerkt, dass die Stimmung immer bedrückender war. Es wurden der Reihe nach Klassen geschlossen, da es dort Corona-Fälle gab. Und in der letzten Woche vor den Ferien wurde unsere Klasse auch geschlossen aufgrund eines Corona-Falls. Und war es aufgrund dieser Ereignisse für dich dann schon absehbar, dass die Oberstufe wieder ins Distance Learning übergeht? Oder kam es für dich dann überraschend? Für mich war es die ganze Zeit nicht klar, dass die Schulen geschlossen werden. Was daran liegt, dass der Bildungsminister Faßmann immer davon geredet hat, dass die Schulen nicht geschlossen werden sollen. Und andere Länder wie Deutschland haben die Schulen ja auch nicht geschlossen. Und da du in der 7. Klasse einen Schulwechsel von Lahrensburg hattest, war es für dich sehr schwer, nach 2 Monaten gleich wieder ins Distance Learning zu gehen, oder war es für dich weniger schwierig? Es ging eigentlich. Ich hatte ja 2 Monate Zeit, um die Mitschüler und meine Lehrer kennenzulernen. Mir ist der Einstieg jetzt nicht besonders schwer gefallen. Und wenn wir schon bei diesen Schulen sind, gab es zwischen den beiden starke Differenzen oder war es ziemlich ähnlich? Hattet ihr mehrere Plattformen in La? Kannst du kurz beschreiben, wie es war? Also in La hatten wir nur Microsoft Teams, deswegen war das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Es war auch leichter für mich, da ich die Lehrer und die Schüler alle schon gekannt habe und genau gewusst, was jetzt genau kommt in welchen Fächern. Und wenn du die letzten paar Wochen und auch den Frühling nochmal so Revue passieren lässt, war es für dich eher das Distance Learning, das für dich die größeren Vorteile hatte oder schon der Präsenzunterricht? Also mir hat natürlich der Präsenzunterricht besser gefallen, aus dem Grund, dass ich auch die Klasse noch nicht so gut kannte und die Klasse natürlich gut kennenlernen wollte. Das Soziale vermisse ich jetzt im Distance Learning schon. Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, was jetzt gemacht wird, würde ich mich wahrscheinlich für irgendeine Alternative oder eine Mischung entscheiden, weil natürlich die Gesundheit vorgeht. Es war für dich dann ein bisschen ein Einschnitt, deine Klasse kennenzulernen. Ja. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ich finde, du hast sehr gute Einblicke geliefert für Schüler, die gerade einen Schulwechsel hinter sich hatten oder einfach für jene, die sich den Podcast anhören. Danke.